verdient ihr in der Lage? Das ist ja so. Wir haben eigentlich mit der ersten Chance in Führung gehen. Und auch in der zweiten Halbzeit sind wir in Führung gegangen. Aber irgendwie haben wir es nicht über die Zeit spielen können. Ich hatte das Gefühl, dass der Sieg wahrscheinlich mehr wollen als wir. Sie waren einen Schritt früher am Ball gewesen. Und schlussendlich, wie du richtig sagst, ist es eine verdiente Niederlage für uns. Ihr seid heute nicht so wirklich auf Tour gekommen. Woran mag das liegen? Schwierig zu erklären. Ich denke, manchmal ist es so ein Tag, wo der Gegner besser ist. Wie schon gesagt, wir hatten eigentlich gute Voraussetzungen gehabt mit den Führungen. Aber schlussendlich hat Vaduz halt einen guten Tag eingefahren und die Niederlage müssen wir akzeptieren und abmachen und dann nächste Woche eine Reaktion zeigen. Es ist das zweite Mal, dass man als Tabellenzweiter zum Auswärtsspiel antreten ist. Schon GC haben wir nicht gut gespielt, heute wieder nicht. Ist der zweite Platz eher so eine Last für uns? Das glaube ich nicht. Wir waren ja das Zeit schon auf dem zweiten. Wir haben noch gesehen, Lausanne verliert. Wobei das nicht ein zusätzlicher Druck sein, sondern mehr Motivation. Und leider haben wir es heute nicht umsetzen wie und GC nicht. Aber ich denke, wir lernen daraus. Wir sind eine junge Equipe und dann werden wir das in Zukunft verbessern. Du selber findest besonders gerne das Treffen von dir. Ja, ist doch gut, gell, wenn man so eine Serie kann starten kann. Nein, die geniesse ich, die Serie. Es sollte nur noch gegen andere Vereine dazukommen, aber es ist auch schön, gegen Vaduz zu treffen.